في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Jetzt sitzen wir wieder mit einem Bruder, der zu den Glücklichen gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala zu der wahren Religion Gottes zum einzigen Weg ins Paradies geführt hat, zum Islam. Das ist der Bruder Amin. Bruder Amin, stell dich einfach mal vor. Also Amin, das habe ich jetzt schon vorweggenommen, wie alt du bist, wie lange du Muslim bist und was du vorher gewesen bist. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich heiße Amin Mehdi, bin 27 Jahre alt, komme aus Bottrop. Bin seit 11 Jahren zum Islam konvertiert. Allahu Akbar. Und bin alhamdulillah also verheiratet und habe drei Kinder, die Allah subhanahu wa ta'ala mir geschenkt hat. Alhamdulillah. Möge Allah sie segnen. Amen. Und möge Allah uns alle in der Religion festigen. Amen. Bruder, wie ist es bei dir dazu gekommen? Wie bist du zum Islam gekommen? Was gab es da für einen Weg? Was hast du früher gedacht? Hat sich das entwickelt? Also das fing bei mir schon sehr früh an, schon als Kind. Ich war in einem christlichen Internat gewesen und ich kam sehr früh in Kontakt mit der Kirche und mich hat das immer also erschreckt, die Kirche an sich. Was jetzt, was speziell? Ja, also ich wurde mehr oder weniger immer gezwungen, in die Kirche zu gehen. Ich musste in der Bibel lesen. Und das hat mich schon in frühester Kindheit eingeengt. Ja. Die Sache. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt in diesem Glauben speziell. Was gab es da noch für einen Grund außer diesem Druck? Gab es da noch andere Gründe, was dich daran, warum du dich da nicht wohlgefühlt hast? Gab es noch andere Sachen? Also die Kirche an sich, die hat mir Angst gemacht als Kind. Wenn ich dort reingegangen bin, wenn ich die ganzen Figuren gesehen habe und die Fenster und. Ja, ja. Das war für mich also sehr also beängstigend, so, ja, wie, ja. So, wie so ein Dracula-Film. Ja, ja, subhanallah. Ja. Ja. Und ja, dann, in welchem Alter bist du mit dem Islam in Kontakt gekommen? Also ich wurde, also im Alter von 13 Jahren habe ich sofort gemacht, dass ich, nee, also mit 14 habe ich gemacht, dass ich sofort aus der Kirche austrete. Mit 14 kann man das schon? Ja, mit 14 kann man das in Deutschland. Also kann ich einen Tipp geben? Okay, mach weiter. Und also ich habe gemacht, dass ich dann also aus der Kirche austrete. Und von dort an habe ich eigentlich die wahre Religion gesucht. Ich hatte mich also auseinandergesetzt sehr früh mit dem Thema Religion und Glaube. Und das kam auch daher, weil meine Eltern, sie waren immer sehr auf dem Urlaub in einem arabisch-islamischen Land, in Tunesien. Und ich war das erste Mal in diesem Land mit 5 Jahren. Und das war damals noch eine andere Zeit, sag ich mal, vor 22 Jahren. Dieses Land war anders wie heute. Man hat noch also Moscheen dort gesehen, in diesen einzelnen Bereichen dort. Und was mich immer fasziniert hat, war der Ruf des Muadzin, also des Gebetsrufes. Allahu Akbar, dieser Gebetsruf, damit Leute auch Bescheid wissen. Und dieses Wort Allahu Akbar war in meinem Herzen drin, sehr früh. Und ich habe immer die, Allahu Akbar. Also diesen, was dieses Wort bedeutet. Also ich hatte immer sehr früh danach gesucht, was dieses Wort bedeutet, Allahu Akbar. Und ich wurde älter und im Alter von 16 Jahren hatte ich einen Unfall mit einem Motorrad. Und genau in diesem Augenblick hatte ich gedacht, boah, was wäre, wenn du jetzt tot wärst? Mit 16? Mit 16. Subhanallah. Also was wäre gewesen, wenn ich jetzt tot wäre? Wäre mein Leben vorbei? Gibt es noch was? Oder war das alles? Und da hatte ich mich richtig mit dem Islam auseinandergesetzt. Und das war im Frühjahr 1995 und im Sommer 1995 bin ich zum Islam konvertiert. Allahu Akbar! Also im Alter von 16 Jahren. Alhamdulillah. Alhamdulillah.